ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. So, wir spielen heute eine große Death Run Map und zwar 605 Plus Level Death Run New Year 2022. Die ist also noch nicht so alt, die Map. Knapp 6-7 Monate. Und es soll gratis XP für den Season Pass geben. Die werden wir uns natürlich angucken. Es soll eine einfache Map sein. Wir werden uns angucken, wie die Struktur ist, wie die Farbgebung ist, wie abwechslungsreich die Map ist. Wie viel XP es gibt, ob sie es rendiert für den Season Pass oder nicht. Aber ich denke mal, bei 605 Level sollte mindestens ein Level up drin sein. Und ja, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Schreibt mir gerne Map-Codes in die Kommentare von euren eigenen Maps oder von irgendwelchen random Maps, die ich spielen soll, die ich mal testen soll und. Und ja, jetzt warten wir eigentlich nur noch, dass es losgeht. Vom Creator Apfel haben wir ja schon einige Maps gespielt. Und Lobby sieht auf jeden Fall nice aus und ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Es stand auch gerade da, es gibt XP-Belohnung. Stand in der Lobby links an der Seite und ja, wir gucken einfach mal. So, kann ich? Ich glaube nicht, dass ich hier runter kann. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob es irgendwelche Secret-Räume gibt. Da lassen wir uns überraschen. Weltrekord 19 Minuten. Na, das werde ich nicht schaffen, weil... Wie soll ich denn das schaffen? Ich brauche für 500 Level fast eine Stunde Spielzeit. Eins habe ich nicht getestet. Man kann sprinten, sehr schön. 10 Level, 196 XP, okay. Das geht. 10 Level, 100 Level wären dann 1600 mal 6. Jetzt muss ich gerade selber rechnen. 1, 6, 3, 2... 6, 4, 9600 Level. Es gibt... Oh, die steigen. Oh, okay. Also, wenn man gut dabei ist... Ich war jetzt bei knapp 10.000. Scheiße. Wenn man gut dabei ist, ich denke mal so 20, 30.000 wird man hier auf jeden Fall kriegen an XP. Vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Ich kenne die Map ja nicht. Aber bis jetzt, sie gefällt mir. Es gibt halt immer mehr XP. Okay, dann kann man auch mal grob übertreiben und sagen, wir machen ungefähr 50.000 XP. Wenn das immer wieder ansteigt jetzt. Wir waren jetzt bei 300 EP. Müssen wir mal gucken, was die nächsten 10 Level bringen.
500, jupp. Also, ihr könnt damit rechnen, man kriegt auf dieser Map locker 50.000, 60.000. Also, es ist ein Level-Up drinne in der Map. Wenn man gut ist. Wenn es jetzt hier auch noch auf Spielzeit geht und man, ich sag mal, alle 10, 20, 25 Minuten nochmal Bonus-XP bekommt, dann, ach, easy. Oh, die steigen stetig an hier, das ist geil. Solche Maps mag ich. Die spiele ich dann gerne, egal wie lange die Aufnahme dauert. Und ich möchte euch die Map hier zeigen. Von daher wird das in einem Zug alles aufgenommen. Ha! Ausgetrickst. Alter, mittlerweile schon 600. Okay, wir werden mal sehen. Ich brauche 75.000 noch ungefähr für ein Level Up. Da können wir das ungefähr gut abschätzen, wie viel XP es gibt. Au. Au. Oh Mann. Eik, eik, eik. Das war gerade ungewollt tatsächlich. Au. Ey, gib mir den Coin. Okay, das hier ist ein bisschen creepy. Und hier ist mal wieder ein Slalom am Start. Alter, die habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Jetzt werden die XP gerade ein bisschen weniger. Aber nicht so schlimm. Lalalala. Ich möchte die Coins gerne alle mitnehmen. Aussehen der Map bis jetzt so, wie soll ich sagen, ist irgendwie einfach nur ein leerer Gang mit Pfeilen und Münzen. Aber trotzdem recht nice. Die XP-Verteilung ist auch richtig, richtig gut. Da kann man sich nicht beschweren. Sag mal, was mache ich denn hier? Hier können wir einfach mal eine Runde tricksen, das ist auch nice. Mann, ich war 10 Kilometer weit weg von den Spikes. Die XP-Verteilung aller 10 Level variiert stark. Zwischen 200 und 600 und ein paar zerquetschten. Aber es reicht trotzdem tatsächlich. Hier runter? Ernsthaft? Tatsache. Ah, Näschen juckt, sorry. Aber das muss auch mal sein.
130 Level haben wir schon. Und ich nehme 10 Minuten auf. Minus die 2-3 Minuten Gequatsche. Das schaffe ich nie und nimmer 19 Minuten. Außerdem, wie will denn der das herausfinden, bitteschön? Da muss es ja jeder sein, der die ganze Zeit hier durchsprintet und... Da muss er dann irgendeinen Cheat oder Hack am Laufen haben, weil sprinten kannst du nicht dauerhaft. Oder ist einer, der hier mit Checkpad reingeht und die ganze Zeit an der Decke lang fliegt. Okay, wir haben jetzt schon etwas über 5000 EP gemacht bei 144 Level. Nice. Nee, so nicht, dann müssen wir das da mitnehmen. Map an sich tatsächlich einfach, also auch wenn ich hier ein paar Mal gestorben bin, die ist easy. Also ja, da ist eine Falle. Hier dann auch. Die beliebtesten Spot immers. Die beliebtesten Spots sind das immer. Und ich habe gelernt, die letzten Spikes überspringe ich ab sofort. Denn die können gerne mal unsichtbar sein. Hehe. Ausgetrickst, hättest du Wand hinbauen müssen. Aber die Bauelemente hier, die kennen wir schon von einer anderen Map, von dem Creator Apfel. Die hat er nicht nur hier verwendet, sondern auch schon woanders. Ach du Scheiße. Oh, gemeistert. Süßchen. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber wenn nicht, dann hätte er das zubauen müssen. Keine Falle, sehr schön. Ja, ich hab's geschafft. 701 XP gab's gerade, ernsthaft? Okay. Ist ja mehr als chillig. Sache, 704 XP. Nice, nice. Wieder 10 Level geschafft. Das kam mir gar nicht so vor tatsächlich. Und bis jetzt noch keine einzige Deckenfalle dabei. Das feiere ich wieder. So. Wow. Und da hat er natürlich oben zugebaut.
Okay, das kennen wir tatsächlich noch von einer anderen Map. Damit es ein paar XP mehr gibt. Hat das chillig gemacht. Es kommt mir vor wie die 400 Level Easy Death Run Map. Es kommt mir halt vor, als ob es die 1 zu 1 die gleiche ist. Nur mit einem anderen Aussehen und ein paar Level mehr. Kann das sein, dass das so ist? Wenn ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann hat er hier nämlich nur 200 Level dazu gemacht. Ich sag mal so, es stört mich nicht, ganz im Gegenteil. Aber es ist schon ein bisschen seltsam. Es gibt so viele Bauelemente in Fortnite, man könnte so krasse Level machen. Aber gut. So. Haben wir ja fast die Hälfte gemeistert hier. Sind schon bei 250. Ja, noch 50 und wir haben die Hälfte gemeistert. Nein, ich spring genau ins Loch. In einigen Situationen würde man sich drüber freuen, aber nicht hier. Alter, willst du mich verarschen? Hat er das Schmierfett drauf gemacht? Okay, wenn die nächsten XP verteilt werden, muss ich definitiv mal gucken. Ne? Oh Mann, was ist denn heute los mit mir? Ich bin schon 16 Mal gestorben. Wie geht denn das? Nein! Ich hätte es ahnen müssen. So, 600. Three levels for you. Was? Oh! Alter! Ich bin jetzt bei 60.000 gerade, die mir noch fehlen. Wir haben schon 15.000 Erfahrungspunkte gesammelt hier auf der Map. Die Map lohnt sich alle Male! Im Grunde wäre das ja eine very large XP Map.
Oh Gott, jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Nee, bitte nicht. Also die Map ist echt sogar was für... Hörst du mal auf, für meine Kinder. Alter, hörst du mal auf? Ich sneake hier. Jetzt reicht's. Moment. Scheiß bekloppte Bounce. Weiß ich nie was. Nein, nein. Da war, oh, da war ein Absatz. Oh, nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Also wir haben die Hälfte geschafft, mehr als die Hälfte. Wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft. Und ich bin schon bei 20 Minuten Spielzeit tatsächlich. Also da frage ich mich, wie man das in 19 Minuten schafft. Ah, okay, ich will auch keinen Weltrekord aufstellen. Ich will Spaß haben an der Map. Und wenn ich die XP-Verteilung hier sehe, ey, ich habe mega Spaß an der Map. Hatten wir so ein Level hier nicht schon mal? Ich glaube, die Level wiederholen sich alle irgendwie. Keine Ideen mehr gehabt, Herr Apfel. Wow. War ein Satz mit X. Ich bin gespannt, ob ich hier Level abmache. Jetzt dadurch, dass ich jetzt schon über die Hälfte der Map durch habe. Also ich gehe immer noch so von 50.000 XP aus, die man kriegt. Hallo? Ey, der hat zum Anfang nie ausgelöst, obwohl ich drauf stand. Was soll denn das? Map würde ich tatsächlich meinen Kindern weiterempfehlen. Oder mal zusammen mit meinen Kindern noch mal alleine spielen, so schön in Ruhe. Oh. Das lohnt sich alle Male hier.
Schwächen. Hä? Okay, warum ist da ein Eispad und ein Bouncepad, wenn man das Bouncepad nicht erreicht? Naja. Okay, die Level wiederholen sich halt einfach alle. Die wiederholen sich alle bloß. Also Abwechslungsreichtum ist hier nicht wirklich gegeben. Und die Farbgebung ist einfach nur zu schlecht. Und die Pfeile lösen nicht immer pünktlich aus. So muss er auslösen, nicht wenn ich hier stehe. Oh, hier können wir wieder ein bisschen tricksen. Ne? Was war das denn? Ach komm, wir rennen mal hier unten lang. Wir sind nicht so fies. Wir könnten tricksen und hier tricksen wir aber. So. Gewollt ist es, dass man da drunter lang rennt natürlich. Aber warum schwer, wenn es auch einfach geht? Jetzt kommt ein bisschen Abwechslung rein. Ach, Ike. Die Eivor ist zu dick, die kullert überall runter. Ich weiß nicht, ob das von ihm so gewollt ist, dass man bei einigen Sachen drüber springen kann. Aber ich sag mal so, es ist nicht verkehrt, wenn man das Level 2-3 Mal versucht und man verkackt die ganze Zeit. Ist das eigentlich schon praktisch. Bei 430 Level sind wir schon. Sind ja nur noch... Oh Gott, wie viele Level hat die Map? 600 plus? Und ich springe wieder vorbei. Das war so klar. Ah, okay. Super. Ja. Thank you.
Ihr könnt erzählen, was ihr wollt, ne? Aber der Aufbau ist wirklich 1 zu 1 wie die andere Map, die wir mal von dem Creator gespielt haben. Nur, dass sich das Aussehen geändert hat und dass hier ein paar Level dazu gekommen sind, die sich komischerweise alle irgendwie wiederholen. Aber ich mag die Map trotzdem an sich. Auch nicht nur wegen der XP-Verteilung, sondern allgemein. Also. Ey, nach oben. Sondern weil. Ja, sie ist einfach. Sie ist was für Anfänger. Kann sogar mein Großer und mein Mittelster spielen hier. Können sie mit mir zusammen zocken. Die spielen nämlich auch gerne Fortnite. Per Splitscreen auf der PlayStation tatsächlich. Oder halt einzeln. Mal so, mal so. Und die sind begeistert von solchen Maps. Da kommen sie halt ganz nach mir. Geh mir doch nicht auf Schweine! Nee. Sowas hat man schon auf einer anderen Map. Da falle ich nicht nochmal drauf rein. So, mir fehlen jetzt noch 50k. Ob wir die noch zusammenkriegen? So sicher nicht. Aber so. Okay, hier würde es geil kommen, wenn die Dinger nach und nach verschwinden. Einmal hier runter. Okay. Yep. Wäre ich fast vorbeigesprungen. Ja, die Level wiederholen sich alle. Aber ich muss sagen, bei 600 Leveln hätte trotzdem mehr drin sein können. Viel mehr Abwechslung. Ich mache dem Creator hier keine Vorwürfe, ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, so eine Map zu kreieren. Ich weiß es nicht, vor allem mit dieser XP-Verteilung und einem Pipapo, da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Und werde ich auch, glaube ich, nie in meinem Leben. Weil ich schon so alt bin. Nein, aber... Es hätte, ich weiß, dass in Fortnite viele Baumöglichkeiten drin sind. Und man hätte hier echt ein bisschen mehr variieren können. Also mehr Variation hätte definitiv drin sein können. Sag mal, sehe ich da hinten schon das Ende? Kann ja gar nicht sein, wir sind erst bei 519 Level. Nee, das ist doch noch nicht das Ende da hinten. Nee, da geht's einfach nur nach oben, okay. Ja, das hier hat man halt auch schon alles am Anfang und irgendwo in der Mitte der Map. Das hier hat man auch schon mal. Es ist, wiederholt sich alles irgendwie.
Das ist ein bisschen langweilig dann. Auch wenn ich gerade den Sprung verkacke und vorher bei Level 200 oder so schon gemeistert habe. Es ist langweilig, es wiederholt sich alles. Das. Es hätte mehr Abwechslung drin sein müssen. Er hätte zwar die gleichen Level nehmen können, hätte aber tatsächlich dann hier farblich das besser machen können. Zum Beispiel, ja, keine Ahnung, dass man halt in einer Art Geisterhaus ist oder so. Art Krankenhaus oder einer Feuerwache. Polizeistation. Oder einfach bei Midas im Gebäude. Das hat man hier halt auch schon alles. Also die Map ab Level, ich sag mal 400, ist einfach nur noch langweilig. Weil sich alles wiederholt. Dann hätte er lieber weniger Level machen sollen und dafür vielleicht das ein oder andere Secret mit einbauen. Oh, okay, ich muss mich kurz strecken. So ein Secret hier drinnen wäre echt geil. Also da hätte man sich echt was einfallen lassen können. Ist halt meine Meinung. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ja, hat man alles, Level hat man alles schon. Ich könnte eigentlich aufhören, aber ich will jetzt durchspielen. Ich will es durchschaffen. Ich will wissen, ob es am Ende nochmal richtig krank XP gibt oder nicht. Entschuldigung dafür. Aber räuspern muss sein, ist menschlich. Und man sollte sowas nicht unterdrücken. Okay, was kommt jetzt? Happy New Year, 10 Level. Das ist jetzt mal eine schöne Abwechslung, muss ich sagen. Und hier muss man Speed geben, okay. Mami, hilf mir! Ui. Das schaffen wir so. Okay, das ist jetzt natürlich mal echt nice, denn hier kommt jetzt die Abwechslung, die ich mir so erhofft habe. Oh ja, oh ja, oh ja, ich bin in den Tod gesprungen. Schaffe ich das von der Plattform auf die dahinter? Nein, schaffe ich nicht. Warum liegt da unten eine Bounce-Kugel rum? Aber von hier auf die Plattform, das müsste ich schaffen. Nö. Okay. Nein, was mache ich denn? Warum drücke ich A? Ah! Warum drücke ich jetzt nicht D? Alter. Ich hab's geschafft. Yeah! Ey, das war mal eine Herausforderung. Das ist dann doch nicht zu meinen, die Kinder. Egal.
Hä? Was? Habe ich das verpasst? Was ist passiert? Hä? Mache ich hier gerade irgendwas falsch? Ah, ich verstehe. Ich verstehe. So, geschafft. Ja, okay, das ist wieder einfach. Ihr habt nichts gesehen. Whee! Wir haben es trotzdem geschafft. Okay, ich muss da hinten durch. Ach du Heimatland! Okay, jetzt soll mir einer erzählen, in 19 Minuten hat man das durchgeschafft. Das ist doch totaler Humbug. Das kriegst du nie und... Nie und nimmer in 19 Minuten diese Map durch. Kriegst du nicht. Ganz... Da kann man mir erzählen, was man will. Nein, nein, es geht nicht. Es geht einfach nicht. What the fuck? Wo muss ich denn hin? Hinter... Ich skipp das denn. Es tut mir leid, aber das skipp ich. Die Map ist nie und nimmer einfach. Wie will man das in 19 Minuten schaffen? Sorry, aber... Ne, 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 ne. Okay. Ich will mich da hochziehen. Willst du mich ganz verarschen? Das kannst du keinem erzählen. Die Map ist ab hier nichts mehr für Anfänger. Hallo. So. Aber... Why? Das ist eine Kante zum Hochziehen. Warum darf man sich da nicht hochziehen? Mir gefällt der Abschnitt hier. Very gut. Aber warum darf man sich dort an der Kante nicht hochziehen? Warum muss man da sterben? Hä? Verstehe ich einfach nicht. Warum? Wir haben die 600 Level aber gleich durch. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde spielt die trotzdem mal offscreen mit meinen Kindern ganz in Ruhe. Die können ja skippen, die Level zur Not, wenn es denen zu schwer ist. Was ich dann auch verständlich finde. Aber ab hier darfst du die Map einfach nicht mehr als einfach einstufen. Das ist schon normal bis schwer.
und löscht dieses Weltrekordteil. 19 Minuten, never. Ich sitze seit einer Dreiviertelstunde hier dran. Ey, du kannst alles erzählen, aber nicht so ein Bullshit. Wenn ihr glaubt, dass es jemand in 19 Minuten geschafft hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und verlinkt mir ein Video am besten noch dazu. Was war denn das? Ach, komm! Deswegen mag ich diese Teile nicht. Man weiß nie, wie die eingestellt und kalibriert sind. Und ja, ich werfe mit Fachbegriffen nicht. Warum? Weil ich kann. Look up and work. Wenn ich jetzt runterfalle und du mich verarscht. Nö, hat er nicht. Sein Glück. Ich will da rein. Süchen, wo sind wir jetzt? Wo ist das? Gigi, wir haben es geschafft. Okay. Nice. Da bin ich gestorben. Warum sterbe ich da? Wir haben es doch noch nicht geschafft. Scheiße. Münze! 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 Kann man das Spiel zum Lecken bringen? Ich glaube nicht. Jo, okay, Fazit zur Map. Die ersten 550 Level wiederholen sich gefühlt 3-4 Mal. Also langweilig. Danach kommt Abwechslung rein. Allerdings, die Abwechslung darf nicht als einfach eingestuft werden, sondern als schwer. Beziehungsweise normal. Denn das ist alles andere als easy. XP-Verteilung, wie sieht's aus? Ich habe jetzt noch 43 offen. Wir haben ungefähr 25.000 XP gefarmt hier drin. Ist total akzeptabel. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und Design, ja, ab Level 550 dann mal ungefähr so dieses Level, kommt dann mal Abwechslung rein. Aber ansonsten, ja, die ersten 500 Level, wie gesagt, sind total langweilig, weil sich alles wiederholt. Das Design ist langweilig, weil alles monoton ist und. Ansonsten, ja, ich kann die Map trotzdem weiterempfehlen, von daher. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.